Ja, hallo, herzlich willkommen hier zum Interview bei der Geldfrau. Ich bin Dani Pato und Geldcoach und ich freue mich ganz sehr, dass Sie mit dabei sind und sich für das heutige Thema interessieren, für Geldbiografien. Ich habe mir dazu Birgit Happel eingeladen. Hallo erstmal Birgit, grüß dich. Grüß dich, hallo. Birgit ist promovierte Soziologin, sie ist gelernte Bankkauffrau und sie arbeitet als Referentin für Wirtschaftsbildung, für Finanzbildung und ist auch Fachfrau für Biografiearbeit. Und deshalb sprechen wir nämlich heute miteinander, denn wir haben ja alle eine persönliche Beziehung zum Geld, auch wenn uns das nicht so bewusst ist meistens. Wenn wir aber diese Geldbeziehung kennen, diese persönliche Beziehung, dann können wir viel besser mit Geld umgehen. Und deshalb, Birgit, an dich eigentlich die erste Frage. Wie definierst du Geldbiografie genau? Ist das eigentlich so ein fester Begriff oder hast du das für dich erforscht, was das jetzt eigentlich ist? Ja, das ist natürlich jetzt kein wissenschaftlich feststehender Begriff, aber ich habe ihn verwendet. Der wurde in der Haushaltswissenschaft zum ersten Mal auch benutzt von Frau Professor Schlegel-Matti. Sie ist auch Mitglied im Präventionsnetzwerk Finanzkompetenz. Und man kann ihn natürlich schon, wenn man ihn im Kontext verwendet, auch so verwenden, wie du es jetzt eben anmoderiert hast. Also es geht um persönliche Wertekonstellationen in Bezug auf Geld, eben dann abgeleitet aus der Lebensgeschichte, war dann mein Thema für die Studie. Also ich bin ja Soziologin, aber ursprünglich kam der Begriff aus der Haushaltswissenschaft. Du sagst, die Geldbiografie entsteht aus dem gelebten Leben, was wir ja haben. Wie wirkt sich das denn dann aus auf unser Verhalten mit Geld? In der Regel agieren wir das unterbewusst aus als selbstverständliche Alltagshandlung. Und im normalen Leben ist es eben dann, wenn es Probleme gibt, dann sollte man mal gucken, warum agiere ich jetzt so oder so in Bezug auf Geld? Woran kann das denn überhaupt liegen? Man kann sagen, wenn das selbstschädigende Handlungsfolgen hat, mein Umgang mit Geld, also wenn ich mich auf lange Sicht eben in den Ruin treibe, dann ist natürlich Alarm gegeben oder da sollten dann bei einem selbst auch mal die Alarmglocken läuten. Also wenn ich, aber es ist halt auch, ja, also bitte? Wenn ich wirklich zu viel Geld ausgebe, wenn ich ständig auf Kredit kaufe, wenn ich nichts zur Seite, also Rücklagen bilde, ist das so, dass es dann so ein schädliches Verhalten, wie du gesagt hast, ne? Ja, genau. Wenn man eben mit seinem Budget per Monat nie auskommt, wenn man sagt auch beispielsweise, wenn über ein halbes Jahr lang das Konto überzogen ist, dann ist es auch so ein Anzeichen, gucken soll, was ist da eigentlich los, warum reicht mir mein Budget nicht. Ich kann nicht, normalerweise nicht mehr ausgeben, als ich habe. Ja. Und dennoch ist es halt für viele doch eine große Herausforderung. Und das mal ein bisschen netter auszudrücken. Du hast aber man muss auch dazu sagen, viele kommen ja auch gut mit ihrem Geld zurecht. Es ist ja nicht ganz problembehaftet, das Thema. Ja, obwohl ich in meinen Präsenzworkshops immer wieder Frauen habe, die sagen, da gibt es so zwei verschiedene Typen, die sagen, ja, meine Eltern sind gut mit Geld umgegangen, so ähnlich mache ich das auch. Und die anderen sagen, oh, meine Eltern waren immer verschuldet, es war immer Stress beim Geld. Wir haben nicht normal über Geld gesprochen. So will ich nie werden. Und dann gibt es noch eine Gruppe, die sagt, ja, auch meine Eltern waren total verschuldet und ich bin es jetzt auch. Und ich will das aber gar nicht mehr. Ich sehe jetzt, dass das nicht gut für mich ist und dass sie dann anfangen, tatsächlich sich das anfangen zu reflektieren, tatsächlich das Ausgabeverhalten ihrer eigenen Eltern. Ja, so wie du es jetzt beschrieben hast, ist es auch in meiner Studie eben, also so habe ich dann eben analysiert, dass es klar, es gibt diesen Nachahmungseffekt, aber es gibt auch Abgrenzungseffekte. Und gerade so das Beispiel, was du jetzt hattest, meine Eltern haben es ganz schlecht gemacht. Da gibt es natürlich schon auch Leute, die dann sagen, nein, ich will es ganz anders machen. Klappt auch nicht immer, aber es ist ja schon mal ein erster Schritt getan, wenn man einfach reflektiert den Umgang mit Geld, seinen eigenen Umgang mit Geld reflektiert und da nicht so ganz unbedarft hineinschlittert. Wie hast du für dich quasi eine Anleitung oder einen Weg entwickelt, wo du sagst, also wenn sie ihre Geldbiografie kennenlernen, sich ihr nähern wollen, wie gehe ich dann vor, Schritt für Schritt, vielleicht Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3? Also ich mache keine Seminare, bislang zumindest nicht, wo es jetzt nur um die Geldbiografie geht, sondern ich komme ja ursprünglich aus der Anlageberatung.
ich gucke schon auch, dass wir dann Richtung Altersvorsorge denken oder dann das Thema noch ein bisschen weiter auffächern, beziehungsweise auch nochmal weiter hinten anfangen und dann gucken, was sind denn überhaupt die strukturellen Rahmenbedingungen für Frauen? Das ist ja jetzt durch die Equal Pay Day Bewegung und auch durch die neuen Frauenbewegungen viel mehr ins Bewusstsein auch gekommen, dass beispielsweise Minijobs eine Sackgasse sind oder dass eben das Ehegattensplitting vielleicht negative Auswirkungen hat auf berufliche Biografien von Frauen. Also nicht nur vielleicht, es hat Auswirkungen, da gibt es jetzt auch schon Studien darüber. Insofern läuft dieses Thema bei mir so als roter Faden mit. Und man kann beispielsweise mal seine Geldbotschaften reflektieren. Also was habe ich über Geld gehört? Wie ist eben zu Hause mit Geld umgegangen worden? Ja. Das betrifft dann oft auch Lebensbotschaften. Ja, also bei uns hieß es zum Beispiel erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ja, ja. Das ist so eine Botschaft, die mit Geld und mit Leben zu tun hat. Und ja, da kann man natürlich genauer hinschauen. Aber man könnte auch jetzt hergehen, das hatten wir auch schon mal gemacht, ich mache auch Multiplikatoren-Schulungen für den Umgang mit Geld. Und da hatten wir dann eben so eine chronologische Geldbiografie auch zeichnen lassen in unseren Kursen. Was heißt dann chronologisch? Also, dass du anfängst tatsächlich bei der Kindheit und dann geht das weiter. Jetzt scheint die Sonne, wow, jetzt bin ich voll angestrahlt hier. Dass du in der Kindheit anfängst und das weiterentwickelt. Erklär mal, wie so eine Chronologie du aufstellen würdest. Also jetzt die Frauen, die zugucken, die denken, ja, finde ich auch gut, sollte ich mich vielleicht auch mal mit beschäftigen. Wie fange ich dann selber an, das zu machen, wenn ich mich meiner Geldbiografie nähern möchte? Ja, also ich habe ja sogenannte autobiografisch narrative Interviews geführt. Also wir fangen wirklich ganz von vorne an und gucken, wie es denn angefangen hat. Und da hat dann eine erzählt, ja, bei ihr hatte es so angefangen, sie hat in der Schule immer eine Mark bekommen für ein Zuckerstückchen und ihre Klassenkameradinnen haben sich auch jeden Tag das Zuckerstückchen gekauft und sie hat damals schon gedacht, im Grundschulalter, ich mach's besser und kauf mir nur ein Brötchen und den Rest behalte ich für mich ein. Ne? Und die ist heute auch eine erfolgreiche Unternehmerin. Also das hat schon ganz früh angefangen. Oder ein anderer Interviewpartner, der hat schon mit 13, 14 hat er schon Freunde für sich Rasen mähen lassen, weil er es alleine nicht mehr geschafft hat, die Aufträge zu befriedigen. Und er ist auch ein sehr erfolgreicher Unternehmer geworden. Also dieses Denken, das fängt schon sehr früh an. Und so kann man einfach auch mal gucken, wie es bei einem selbst war. Und interessant ist ja auch, das habe ich dann in meiner Studie herausgearbeitet, der Umgang mit Geld ist ja so ein Co-Autor der Lebensgeschichte. Es geht ja dann auch weiter. Die Entscheidungen, die ich getroffen habe in jungen Jahren, die haben dann auch wieder Auswirkungen. Und das ist halt auch so das Interessante an der Soziologie, dass man auch guckt, wie sind die Strukturen oder wie sind halt meine Verhältnisse gewesen, was mache ich und was gibt es dann auch wieder für restrukturierende Wirkungen. Ja, also da gibt es ja dann einen Verlauf, der diese oder jene Richtung einnehmen kann. Ja. Und da ist es spannend hinzugucken, gerade an so Übergangssituationen. Ne? Also ob man jetzt nochmal ein Studium macht oder ob man eben ja 5 Kinder hat und oder nur 2, welche großen Lebensentscheidungen eben getroffen werden, die auch immer das Geld tangieren. Mhm. Kann ich das alleine hinkriegen, meine Geldbiografie aufzuschreiben? Ich würde sagen, schon. Oder brauche ich würde auch sagen, schon, aber ich kann natürlich auch sagen, kommt gerne in unsere Kurse. Das auf jeden Fall. Ja, kann natürlich jeder für sich, wobei es auch immer sehr schön ist, in einer Gruppe sich nochmal auszutauschen und dann auch wieder eine neue Inspiration zu bekommen, Anregungen. Und im Alltag ist es natürlich auch so, dass man sich nicht immer gerade sehr viel Zeit für die eigene Biografiearbeit nimmt. Und insofern ist es immer ganz schön, wenn man jetzt mal ein Wochenendseminar hat beispielsweise, dass man sich da einfach mal Zeit für sich selber nimmt. Das geht ja da in dem Sinne dann auch nicht nur ums Geld, sondern um viel größere Themen. Ja. Birgit, hast du feststellen können, dass Eltern oder Familien mit viel Geld, vielleicht auch Unternehmerschaft, anders letztlich mit Geld umgehen, positiver das Geld besetzt haben, effizienter mit Geld umgehen, vorsichtiger, vielleicht klüger, als Menschen zum Beispiel mit wenig Bildungshintergrund oder mit Berufen, die nicht großartig entlohnt werden? Naja, gut, du sprichst jetzt zwei verschiedene Dinge an.
Das eine ist natürlich, wenn viel Geld da ist oder wenn es jetzt Unternehmensfamilien sind, da ist vielleicht jetzt nicht so dieses Mangeldenken vorherrschend. Da wird auch öfter drüber gesprochen. Vielleicht geht es auch um Investitionsentscheidungen. Vielleicht hört da auch schon mal ein Kind, was eine Aktie ist. Und man geht vielleicht selbstverständlicher mit dem Thema um. Dennoch kann es auch da Probleme bereiten, wenn jetzt zu viel Großzügigkeit vorherrscht. Da gibt es auch eine interessante Studie drüber, dass dann eben die Großzügigkeit in der Finanzerziehung eben dazu führt, dass keine Verknappung da war und man lernt eben nicht auch mal zu sparen oder eben sich einzuschränken. Mhm. Und das andere sind diese Bildungsgeschichte, die du angesprochen hast. Ich würde eher sagen, auch Leute mit geringerer Qualifizierung benötigen nicht unbedingt eine Finanzbildung. Die haben oftmals auch intuitiv einfach ein sehr gutes Gefühl für Geld und können auch sehr gut mit ihrem Geld umgehen. Nichtsdestoweniger bin ich natürlich auch im Deutschen Institut für Erwachsenenbildung dabei, dieses Thema finanzielle Grundbildung auch einfach mehr in der Beratungs- und Bildungsarbeit zu verankern und würde sagen, so eine gewisse finanzielle Grundbildung braucht natürlich jeder. Ja. Selbst die jetzt schon gut mit ihrem Geld umgehen können, einfach, dass sie auch nochmal über ihren Tellerrand hinausblicken und dann auch vielleicht lernen, besser zu investieren oder auch mit kleinen Beträgen für ihre Zukunft dann vorzusorgen. Das sind ja auch so Werthaltungen, Einstellungen, die man nicht von heute auf morgen mit einem Schalter umlegen kann. Also das sind dann auch persönliche Prozesse, die vielleicht über Monate, über Jahre laufen. Und natürlich muss man sich da ein bisschen Zeit dafür nehmen und immer wieder reflektieren und auch mal versuchen, das vielleicht gerade andersrum zu machen. Ne? Also wenn jetzt jemand merkt, er spart immer nur und kann sich überhaupt nichts gönnen, ja, dann soll er halt mal versuchen, Geld ein bisschen zu verschwenden. Das wird demjenigen sehr schwer fallen, genauso schwer wie dem anderen, der anderen Frau, die gern sehr viel ausgibt, dann auch mal was zurückzuhalten. Und es ist sehr spannend, da an den anderen Stellschrauben mal zu drehen. Also ich muss sagen, bei mir ist die Geldbiografie eher so, dass es meine Eltern sind zwar sehr gut mit Geld umgegangen, aber es hat nie eine große Rolle gespielt. Das kommt auch ein bisschen aus meiner DDR-Biografie her. Das Geld hat das Geld keine große Rolle. Ja. Das Geld eigentlich unwichtig ist, aber Geld ist verdammt nochmal nicht unwichtig. Und das ist gerade für uns Frauen ja ganz entscheidend. Und ich habe mir zum Beispiel einen neuen Geldglaubenssatz zugelegt, der heißt, Geld tut mir richtig gut. Und das tut mir auch gut und ich merke das. Hast du für dich auch sowas? Wie sieht deine Geldbiografie aus? Hat sie dich auch eher limitiert? Oder hast du sowieso schon einen guten Umgang mitbekommen quasi von deiner Lebensbiografie her? Na gut, bei uns war das schon so. Meine Eltern, die waren sehr autark. Also wir hatten keinen Bauernhof, aber es gab Hühner, Hasen, Garten. Also es wurde alles selbst angebaut und man war relativ unabhängig eben von äußeren Einflüssen. Und so habe ich natürlich eher einen nachhaltigen Umgang mit Geld schon von vornherein gelernt. Deshalb nervt mich das zum Beispiel, wenn meine Kinder irgendwie sehr viel verschwenden, ja. Also da, das Licht ist ständig an oder der Kühlschrank wird eine halbe Stunde geöffnet, um mal zu gucken, was da so drin ist. Also solche Dinge, die können mich im Alltag sehr nerven. Und was du angesprochen hast, diesen über den Alltag hinaus, diese größere Linien, da hatte ich in jungen Jahren eigentlich auch so eher eine idealistische Haltung, dass ich so auch diesen Satz, den viele Frauen sagen, aber ich denke, inzwischen hat er sich auch überholt und viele Frauen wissen auch, dass er sich überholt hat, nämlich dieser Satz, Geld ist nicht so wichtig oder Geld ist auch nicht alles. Es stimmt ja auch, aber natürlich ist Geld ungemein wichtig und wenn ich jetzt hier mal das Laptop rum in meinem Arbeitszimmer gehen würde, ich reise wahnsinnig gerne und da brauche ich natürlich auch immer sehr viel Geld und da bin ich auch sehr großzügig bei Reisen oder auch bei der Investition in die eigene Bildung. Genau. Lass uns noch zum Schluss nochmal versuchen, wie kann sich eine Frau systematisch ihrer Geldbiografie nähern? Die vergangene und die aktuelle. Ich sage immer, die erste Frage ist, sich zu stellen, was ist so deine erste Erinnerung an Geld? Und was bedeutet dir Geld? Das sind so meine ersten beiden Fragen auch in den Workshops, die ich stelle. Kannst du noch uns vielleicht noch zwei, drei andere Schritte sagen, wie eine Frau tatsächlich für sich selbst
sich ihrer Geldbiografie nähert, um daraus sich was Eigenes, Positives zu entwickeln? Ja klar, man kann natürlich einfach mal schauen, wie gehe ich denn überhaupt mit Geld um? Bin ich mehr großzügig oder bin ich mehr sparsam? Habe ich es investieren gelernt oder ist mir das alles eine Ausgabe? Möchte ich da keine Kosten eben ausgeben? Und das ist ja gerade jetzt in dieser neuen Bewegung, wo viele Frauen sich selbstständig machen, da müssen die ja auch investieren, auch mal in einen Flyer, in ihr Marketing. Und wenn ich da immer nur gucke zu sparen und auf meine Kosten achte, dann werde ich da auch nicht groß weiterkommen. Und ja, diese Fragen, die du angesprochen hast, sind natürlich gut. Und dann, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, kann man auch die Geldbotschaften mal reflektieren, die man erhalten hat. Also nicht nur das, was gesagt wurde, auch einfach mal gucken, was vielleicht nicht gesagt wurde zum Geld, wo da die Flecken sind, die dunklen Stellen. Und auch, ja, ob ich da Vorbilder gehabt habe oder ob ich jetzt eher für mich sagen würde, nein, so möchte ich es nicht machen, nämlich ich möchte da jetzt einen anderen Weg für mich finden. Birgit, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du Zeit gefunden hast, ja, danke auch. Ein bisschen was zu erzählen. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben und zugehört haben. Und sage dann einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, danke dir auch. Tschüss. Tschüss.